Salam und Hossa. Ich bin Melina Borczak und Hater behaupten, ich wäre eine genderwahnsinnige Asyltouristin, die die Lügenpresse islamisieren will. Stimmt, das bin ich. Ich weiß, ihr denkt gerade, was labert die hier? Woher hat die überhaupt Zeit zu labern? Die sollte doch eigentlich bauchtanzend von Terroranschlag zu Terroranschlag rumdschihadieren. Aber Leute, was sind das für Vorurteile? Das stimmt natürlich absolut nicht. Ich kann gar nicht bauchtanzen. Stattdessen habe ich ein Buch geschrieben, um eure Sprache und euer Denken zu islamisieren. Es geht um antimuslimischen Rassismus und Sprache. Darüber, wie wir über MuslimInnen reden, wie wir über sie denken und was wir daran bessern können. Denn auch mit allerbesten Absichten können wir alle antimuslimisch-rassistische Narrative reproduzieren und recyceln. Weil wir es irgendwo aufgeschnappt haben, weil wir es nicht besser wissen, weil wir gerade nicht nachdenken oder so. Aber, ups, ist keine Ausrede. Deshalb wird euch mein Buch helfen, das alles immer viel geiler zu machen und dann sind wir alle glücklich und ich bin nicht genervt und ich kann endlich mal, keine Ahnung, Musikjournalismus oder sowas machen, statt diese traurigen Themen. Im Buch zeige ich, wie wir uns von ungewolltem und unbewusstem antimuslimischen Rassismus befreien können, indem wir Narrative analysieren, Sachen hinterfragen und so kleine mentale Checklisten haben. Ich habe sogar große Checklisten im Buch. Ich habe alles vorbereitet. Was ihr machen müsst, ist einfach kaufen, lesen, vielleicht sogar dem rassistischen Chef so passiv-aggressiv schenken. So hier, Jochen, guck mal. Und so weiter und so fort. Also ich glaube, es ist wirklich ein gutes Buch. Es geht natürlich nicht darum, irgendwie eine Liste von Begriffen runterzurattern, sondern es geht um Framing, Kontext, um Analyse von Narrativen, darüber, was wir hinterfragen sollen, was wir eigentlich hinterfragen aber nicht sollten, weil es selbstverständlich ist, und um sehr viel mehr. Einfach sehr gutes Buch. Und ich möchte euch noch warnen, ne? Also ich habe Deutsch per Frauentausch gelernt, also das Buch ist auch sehr easy geschrieben und ich rede so chillig, ne? Habt ihr vielleicht schon gemerkt, aber lasst euch nicht täuschen. Das Buch ist mega hyper intellektuell. Ne, also IQ schießt hoch 50 Punkte, wenn ihr das lest. Voll die geilen Ideen und Thesen und so weiter. Zack und packum intellektuell, mashallah. Also kauft euch das, ihr fühlt euch besser, alles wird besser. Und wenn ihr es nicht kauft, rufe ich meinen Cousin, seinen Vater und der regelt. Also eigentlich habt ihr keine Wahl. Aber ich meine es.